Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon sehen könnt, fahren wir heute erstmal einen Chatter. Und auf dem 15. Platz sind wir und jetzt das Intro. Gut, und ich denke, dann fangen wir jetzt an. Gut, da kommen die 5 Rundenlichter und es geht's los hier in Chatter. Und ein guter Start wäre mal wieder gut, aber wir haben nie gute Starte. Ich würde jetzt aufpassen, okay? Da war mir ein bisschen zu neugierig hier in die Kurve und jetzt gar keinen Schaden machen, also haben. Und jetzt da vorne ist Leclerc, da vorne. Und der will da an Ocon vorbei. Gut, schlechter Start. Mann, wir haben jetzt voll den Anschluss auf Leclerc und Ocon verloren. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil ich die Strecke noch nicht so gut kann. Fahren wir mal gut hier durch. Okay, und das war ziemlich okay. Okay. Runde 2. Wir sind nicht auf Folgenniveau, aber wir müssen trotzdem an Leclerc und Ocon da vorne rankommen, weil es macht überhaupt keinen Spaß, immer auf den letzten Platz rumzugurken. Hoffentlich in der nächsten Saison, weil jetzt kommt schon bald das letzte Saisonrennen auf uns zu. Und das könnte auf jeden Fall noch entscheidender werden. Und damit bin ich schon aufgeregt, so aufgeregt auf die neue Saison. Und wahrscheinlich ihr auch, aber wobei, keine Ahnung. Gut, wir kommen jetzt gleich in die letzte Kurve und dann auch in die dritte Runde in diesem Rennen. Das Auto fühlt sich schon wieder sehr gut an, aber das Ergebnis ist so schlecht. Ich hoffe mal, dass wir in Abu Dhabi dann... Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone liegst. Dass wir dann in Abu Dhabi ein besseres Rennen haben, weil so macht es ja auch keinen Spaß, immer auf dem letzten Platz zu sein. Es ist so schwierig hier zu fahren irgendwie, weil die Mauern so nah sind. Und deswegen finde ich es schwierig. Können wir eine persönliche Bestzeit fahren? Ah, nicht ganz. 2 Zehntel haben gescheitert. Ja, schnell sind wir überhaupt nicht. Und ja, ich verstehe es nicht. Wieso wir immer auf dem letzten Platz rumgurken? Ich verstehe das einfach nicht. Okay, und wir sind jetzt in der letzten Runde in dem Rennen angekommen. Das Auto fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, wir haben auch irgendein Problem am Auto. Das, im nächsten Rennen versuche ich das dann wegzumachen, wenn ich überhaupt dran denke. Ja, jetzt kommen wir dann gleich in die letzte Runde, also in der letzten Kurve in dieses Rennen. Das Auto hat sich gar nicht gut angefühlt, aber okay, damit muss man klarkommen. Und jetzt kommen wir ins Ziel, wir können dem Rennen mal so ein bisschen, da konnten wir uns einfach verstecken. Es war einfach ein schlechtes Rennen. So, das Rennen ist vorbei. Muss man so sagen. Während du reinkommst. Und dann auch bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.